Eines Morgens wachte ich auf. Da war ich noch nicht ganz, da war ich noch nicht volljährig, glaube ich. Und dann hatte ich das Gefühl, mein Leben ist sehr, sehr trist und sehr glanzlos. Und das war erschreckend. Auf einmal hatte ich das Bedürfnis, dieses Leben mit Sinn und mit Glanz zu erfüllen. Und ich dachte, Mädchen, was machen wir jetzt? Und es war so ein Gefühl, als würde der Wind durch mich hindurchpfeifen in diesem Moment. Und so kam ich zum Schreiben. Aber ich glaube nicht, dass man zu etwas einfach so kommen kann. Es kommt einfach zu uns. Es ist schon da, das Schicksal. Und dann wartet es nur auf ein Augenzwinkern. Und dann springt es auf einen und frisst ihn auf. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der im Café schreiben kann oder im Zug. Selbst draußen kann ich nie schreiben, in der Sonne mit einem Campari Orange ausgeschlossen. Ich schreibe ganz altmodisch im stillen Kämmerlein. Und das Geheimnis, mein Geheimnis, diese Methode des Schreibens, ja, ich sage mal, mehr Musik, mehr Blech, mehr Trompeten und Pauken, keine Angst vor großen Gefühlen, mehr Mut zum Popösen, zum Opulenten, zum Barocken, zum Pathetischen. Mein Protagonist verlebt hier in diesem Zimmer seine letzten Tage oder Wochen. Als alter, hochbetagter Galizier kehrt er zurück in die Stadt seiner Mutter nach Wien, um sein letztes Stündlein zu erleben, hier in diesem Zimmer, am Fenster, hier oder da. Und zwei Stockwerke tiefer pflegte er mit seiner rührenden Mutter Schokoladentorte zu essen zwischen den Kriegen. Das ist die Geschichte. Ich will keine Handlung, ich will keine Geschichte, ich will nicht, dass ich unterhalte. Diese Handlung, wo man weiß, der ist der und die ist die und so sind sie alle, das ist nichts für mich. Ich möchte eine Klarheit, eine andere, eine tiefere Klarheit, die nicht benannt werden muss, um zu sein.